Ich möchte Ihnen heute das Projekt Parkanlage Besterwitz vorstellen, Entwicklung zum Leisepark. Jetzt ist es hier gerade laut, weil viele Akteure an der heutigen Aktion teilnehmen. Wir, das heißt also die Besterwitzer Vereine, der Ortschaftsrat und die Stadt Freital, wollen das Gemeinschaftsprojekt gestalten. Dafür möchten wir Spenden akquirieren. Unsere Zielstellung ist 12.500 Euro einzusammeln, um also Bäume zu pflanzen, Bänke zu installieren und eine entsprechende Beschilderung anzubringen. Wirken Sie mit. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns aktiv unterstützen. In diesem Sinne, gutes Gelingen. Ja, hallo, ich bin Lutz Grohmann. Bin als Planer für die Entwicklung dieses Parkes zuständig. Und wir stellen uns vor, dass wir hier die ursprünglichen Wege des alten Friedhofs wiederherstellen, Bänke aufstellen, dass auch für die Kinder der Kindertagesstätte und der Grundschule hier eine Möglichkeit besteht, in den Pausen oder im Unterricht praktisch diese Fläche mit zu nutzen, quasi als Klassenzimmer im Grünen. Und natürlich für die Pesterwitzer insgesamt wollen wir hier einen Aufenthaltsbereich schaffen, der, sag ich mal, eine ruhige Erholung ermöglicht. Wir wollen, sagen wir, auch den ökologischen Aspekt stärken. Hier sollen Blühwiesen entstehen. Es werden zusätzliche Rhododendren gepflanzt, einige Bäume und es wird zum Beispiel auch ein Insektenhotel mit errichtet. Hier stellen wir uns vor, dass das auch in Eigenleistung der Bürger bzw. der Schüler entstehen kann, einfach um die Akzeptanz zur Unterhaltung für diesen Park langfristig mitzusichern. Wir wollen eigentlich den Ort als solchen, er war ja praktisch Friedhof, ein bisschen in der Richtung wieder gestalten, indem wir auch alte Grabsteine in die Gestaltung mit einbeziehen. Meine Familie möchte unserem schönen Ort Pesterwitz was Gutes tun. Und deshalb möchten wir Baumpate in diesem neuen Park werden.